Und dann noch mehr? Nee. Gut, Codex. Organisation. Direkt Servus. Nach dem Erstkontaktkrieg warnte ein anonymes Manifest im Extranet davor, dass ein Versuch von Aliens, die Menschheit auszurotten, unausweichlich sei. Das Manifest forderte eine Armee, einen Cerberus, der zum Schutz vor einer Invasion am Charon-Portal Wache stehen sollte. Das Manifest wurde als Überlebensphrasen eines Unbekannten bezeichnet und verschwand samt seines anonymen Autors bald wieder aus den Medien. Aber im Jahr 2165 stahlen Terroristen Antimaterie von der SSV Geneva und der einzige dabei festgenommene Täter sagte, er arbeitete für Cerberus. In den nächsten 15 Jahren waren Cerberus-Agenten angeblich verantwortlich für Attentate auf Politiker, die Sabotage von E-Zero-Frachtern und die Durchführung bestialischer Experimente an Aliens und Menschen. Während viele behaupteten, es ginge dabei um die Vorherrschaft der Menschen, behauptet Cerberus, Ziel sei lediglich das Überleben der Menschheit. Antiterror-Spezialisten spekulieren, ob Cerberus womöglich unter neuer Führung steht. Denn seit kurzem haben sich die Aktivitäten hauptsächlich auf das Ansammeln von Schiffen, Agenten und Waffen konzentriert. Der Unbekannte, ob nun er, sie oder mehrere Personen, verschleiert seine Finanzen durch zahlreiche Strohfirmen. Kaum jemand bezweifelt, dass er jederzeit töten würde, um seine Tarnung zu wahren. Ja. Der abgeschieden lebende Industriemagnat, der sich selbst der Unbekannte nennt, ist ein Mensch, der für nationalistische Interessen der Menschheit eintritt, ohne Rücksicht auf die Verluste aller Nichtmenschen. Der Citadel-Rat hält ihn für einen Fanatiker, der eine ernsthafte Bedrohung der galaktischen Sicherheit darstellt. Der Unbekannte ist ein geheimnisvoller Einzelgänger, um es vorsichtig auszudrücken, und leitet das Cerberus-Netzwerk. Von Ermittlern auch das Unbekannte Reich genannt, ist Cerberus ein angeblich unergründbares Syndikat aus privaten Geheimdiensten, Biotiklabors, technisch-wissenschaftlichen Forschungsteams und lukrativen Strohfirmen. Von den Behörden als terroristische und volksverhetzende Vereinigung gebrandmarkt, ist Cerberus außer der Trockenlandpartei die einzige Machtstruktur der Menschen, die stark genug ist, den Rat und seine menschlichen Repräsentanten in Verlegenheit zu bringen, wenn auch nicht zu bedrohen. Okay. Nee, noch Orte. Die Kolonie Freedom's Progress war früher eine typische Allianzansiedlung. Aber nach dem völligen Zusammenbruch der Kommunikation und der darauf folgenden Zerstörung ist sie heute so etwas wie ein Blitzableiter für die Ängste der Menschheit in der Galaxie. Der Kommunikations-Blackout geschah nach einem Upgrade der kleinen Militärbesatzung der Kolonie. Unterstützt von Max und Sicherheitsdrohnen mit auf Türmen montierten Hochleistungs-Guardian-Lasern. Die Kolonisten beschwerten sich über Mehrkosten, Verspätungen, Lärm und Umweltschäden. Sie befürchteten auch, dass die neue Verteidigungsanlage von ihren Nachbarn als Provokation empfunden werden könnte. Diese Befürchtungen waren möglicherweise nicht unberechtigt. Die Behörden haben bis heute keine Erklärung für den Kommunikationsausfall angegeben. Und es gibt Gerüchte über Seuchen, Naturkatastrophen oder einen kultischen Massenselbstmord. Okay. Die Kolonie. Oh, warte mal. Oh, der war noch nicht die durch. Kolonie Freedom's Progress war früher eine typische Allianzansiedlung. Aber nach dem völligen Zusammenbruch der Kommunikation und der darauf folgenden Zerstörung ist sie heute so etwas wie ein Blitzableiter für die Ängste der Menschheit in der Galaxie. Der Kommunikations-Blackout geschah nach einem Upgrade der kleinen Militärbesatzung der Kolonie. Unterstützt von Max und Sicherheitsdrohnen mit auf Türmen montierten Hochleistungs-Guardian-Lasern. Die Kolonisten beschwerten sich über Mehrkosten, Verspätungen, Lärm und Umweltschäden. Sie befürchteten auch, dass die neue Verteidigungsanlage von ihren Nachbarn als Provokation empfunden werden könnte. Diese Befürchtungen waren möglicherweise nicht unberechtigt.
Die Behörden haben bis heute keine Erklärung für den Kommunikationsausfall angegeben. Und es gibt Gerüchte über Seuchen, Naturkatastrophen oder einen kultischen Massenselbstmord. Die Kolonie Freedom's Progress lag an einem strategisch unbedeutenden Ort, mit spektakulären Regenbögen, üppigen Marschen und beeindruckenden Gebirgszügen. Ihr Potenzial als landwirtschaftliche Ansiedlung und Touristenparadies konnte es mit jeder anderen Kolonie der Allianz aufnehmen. Okay. Okay. Haben wir noch irgendwas hier? Nee. Sekundär. Nichts. Sekundär wird wieder ordentlich anstrengend. Holo, das Erwachen. Verschwinden der Kolonistenuntersuchung. Freedom's Progress. Kolonieuntersuchung. Okay. Gruppe. Um mit Gruppenpunkten ein Upgrade ihrer Kräfte zu erhalten, wählen sie eine neue Kraftstufe und dann Rang erwerben. Unter ihrem Bild werden die Vorbild- und Abtraining-Punkte angezeigt. Mit steigender Punktzahl werden neue Dialogoptionen freigeschaltet. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder den Weg hier, ne? Als Vorbild. Adrenalinstoß. 1, 2, 3, 4. Disruptor-Munition. Sonst irgendwie nichts für die Waffen oder so? Okay. Okay. Ja, also das hat mich gar nichts gesagt, was er erzählt hat. Der liebe Unbekannte. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Na ja, mal schauen, ne? Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Ah ja. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Das werden wir sehen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte ihre Persönlichkeit beeinflussen, ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Ja. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ich kann das auch. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte.
Okay, ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Hä, wieso habe ich denn abtrünnigen Handlungen bekommen? Warte mal. Warum? Jacob. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehm's zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Ich habe mir über Sie noch kein abschließendes Urteil gebildet. Wenigstens geben Sie mir eine Chance. Die meisten Allianz-Soldaten hassen Cerberus schon aus Prinzip. Ja, kann ich verstehen. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Hä? Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Okay. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Oh, die Stimme ist so komisch von ihm, ne? Gut, ja, wir gehen mal hier raus, ne? Mission erfüllt. Erfahrung erhalten 1000. Punkt erhalten 2. Missionszusammenfassung. Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage. entkommen. Okay, lesen wir das mal ein bisschen anders. Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage entkommen, ne? Anlage durch Fernzündung zerstört. Bergungsteams werden alle belasteten Daten vernichtet. Also das sind so... das ist einfach nur Kacke. Das ist nur Kacke geschrieben. Das sind eigentlich so Stichpunkte. Bergungsteams werden alle belastenden Daten vernichten. Unterziehe auf Anraten von Miranda andere Zelle einer Sicherheitsüberprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Maulwurf war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Boni importieren. Ja. Machen wir. M100 Granatwerfer. Schnellfeuer Granatwerfer. Der vor allem mit Watcher-Söldnern des Bloodpacks sehr schätzen. Kann mit einem einzigen gut platzierten Schuss mehrere Feinde ausschalten. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Cerberus Finanzierung 3057, gefunden 7500, gesamt 11.250 Stufenaufstieg.
Ja. Okay. Ist die Gesundheitsleiste des Feindes... Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Ruhe. Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Ganz einfach. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. So sieht das nämlich aus. Wir haben jetzt also nur eine Pistole. Oh, neue Waffe. Ah, da haben wir sie. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Vielleicht hatten sie einfach keinen Hunger, ne? Weg. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja, dieser ganze umgefallene Kram hier ist auch nicht unbedingt normal, oder? So, dann wird das unten auf der Karte, wird der Pfeil dann angezeigt, okay. Ersatzteile. Aus Credits. Okay. Das war's für dich! Sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ja, oder mittlerweile allein. Wo ist denn der? Da hinten. Ein Medigel und...
Leicht. Noch ist leicht. 2000 Credits, okay. Sie haben uns gesehen. Welche Truppen haben Angst vor den beiden Verbündeten? Welche Verbündeten? Was? Ja, dieser Mülleimer, dieser normale Mülleimer. Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Harley! Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Severus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Ja. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Oh. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Stimmt. Oder hoffentlich. Okay. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Feinde! Credits. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Sollen. Los, wir können sie immer noch einholen.
Aber Tali ist wenigstens ehrlich und sagt, sie konnte nichts machen. Tali vertrauen wir auf jeden Fall. Noch kann er nix. Der Shepard. Echt? Ich hab. Oh. 8 Punkte habe ich schon wieder. Okay. Okay. Surrender. Shepard, 0. Tagebuch. Freedom's Progress. Veto finden. Codex. Technologie. Sicherheitsmix. Der Tod von Tausenden von Sicherheitskräften und Soldaten bei der Schlacht um die Zitadelle war ein Verlust, der die ganze Galaxie erschockierte. Ein Großteil des entsprechend qualifizierten Personals wurde danach als Ersatz auf die Zitadelle versetzt, um die Sicherheitsfirmen füllten die so entstandene Lücke durch unbemannte Sicherheitsroboter in großer Zahl. Sie werden in allgemein als Mechs bezeichnet, wobei es leichte und schwere Varianten gibt. Leichte Mechs werden in verschiedenen Größen geliefert und sind meist an ihren Griffhänden zu erkennen, die ihnen ihre vielseitigen Sicherheitsaufgaben erleichtern. Schwere Mechs haben keine Greifhände. Es handelt sich dabei um reine Waffenplattformen, die in gefährlichen Gegenden für Ordnung sorgen sollen. Die vierbeinigen Hundemechs hat ein Gesicht mit Suchsensoren und ist bewaffnet, falls sich ein Schmuggler der Festnahme widersetzt. Ein enormer Sicherheitsmech verfügt über eine sehr begrenzte virtuelle Intelligenz. Seine Aufgabe ist eindeutig und klar umrissen. Üblicherweise die Bewachung eines bestimmten Areals unter Anwendung einer Freund-Feind-Erkennung, um Unbefugte fernzuhalten, sowie einigen vorher aufgenommenen Befehlen, um besagte Befugte zu warnen und zum Verlassen aufzufordern. Leichte Sicherheitsmechs sind mit Reizgas und Elektroschockern ausgerüstet, um sich durchzusetzen, wohingegen schwere Mechs zum selben Zweck Betäubungsgeräte haben. Greift ein Gegner zur Schusswaffe, kontert der Mech umgehend mit tödlicher Antipersonenwaffe, um die Bedrohung zu neutralisieren. Eskaliert die Lage sehr schnell, gibt es nicht einmal mehr Warnung ab. Das Militär hat für Sicherheitsmechs nur Verachtung übrig. Sie überstehen zwar die meisten Feuergefechte, aber ihre VIs sind einfach nicht ausgereift genug, um einen Hinterhalt zu planen. Eine Geisel zu retten, eine Wunde zu versorgen oder eine der zahllosen anderen Aufgaben zu erfüllen, die ein Soldat jederzeit bewältigen können muss. Das sind halt. Ja!
Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Oh Leute, geht auch weg da. Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Verstanden. Verstanden. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Gehe jetzt runter. Geht doch. Gefährlich, gefährlich. Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Ja. Ich habe ja alles alleine gemacht. Alles habe ich alleine gemacht. Iridium. Oh, schön. Damit lässt sich was anfangen. Oh, ich hätte mal die nutzen sollen, ne? Ach ja, Kredite. Wir müssen wohl da rein. Fangen aber hier an. Das ist Ihre Gelegenheit, Vitor zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Er ist vermutlich irgendwo im hinteren Bereich der Ladebucht. Okay. Also da. Beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Niemand wird Ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört Sie nicht, Commander. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Max, beschütze mich. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das?
Hey. Mein Gott, ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Okay. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Ja. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Ja. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich kann im Moment noch nicht mal glauben, dass Sie am Leben sind. Und zu Cerberus gehören. Ich trage jetzt Verantwortung. Ich habe selbst eine Mission. Die kann ich nicht abbrechen. Nicht mal für Sie. Aber dann geht er mit ihr. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. Eine Bedrohung. Womöglich eine ernstzunehmende Bedrohung.